Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jade Empire. Wir sind endlich in der Kaiserstadt angekommen und haben jetzt ja unser erstes Gebäude hier betreten, und zwar die Kampfarena, wenn man das so nennen kann. Und wir sollen uns jetzt bei einem gewissen Herren anmelden und dann können wir wohl mitmachen. Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es eine Menge zu sehen, immer wieder die gleichen Porträts hier an der Wand. Sehr hübsche, wie ich ja in der letzten Episode schon erwähnt habe. Ja, willkommen zurück, Donnerder Tauran. Herzlich willkommen. Immer schön, ein neues Gesicht hier zu sehen. Wenn ihr etwas Silber ausgeben wollt, helfe ich euch gern dabei. Man nennt mich Donnerder Tauran. Und ihr seid im Augenblick mein ehrenwertester Kunde. Ihr habt also meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Mensch, mal ein höflicher Verkäufer, der nicht irgendwie total durchgeknallt ist. Habt ihr irgendetwas, das mich interessieren könnte? Ihr seht mir aus wie ein Krieger. Ihr sucht sicher nicht den üblichen Kram für gewöhnliche Kunden. Ja, das stimmt. Erzählt mir mehr von der Arena. Da solltet ihr mit Qui, dem Werber, sprechen. Er weiß alles, was man über diesen Ort wissen kann. Vielleicht sucht er ja noch Kämpfer, um seine Liste zu füllen. Das könnte eure Chance sein. Wenn ihr interessiert seid, ihr findet ihn meist in seiner Schreibstube. Sie befindet sich oben, nach hinten raus. Ihr seht... Okay. Also er gibt uns scheinbar noch nichts. Vielleicht müssen wir uns auch erst anmelden. Und mir ist auch eingefallen, wir müssen hierher auch wirklich her, denn wir suchen ja die eine, die Frau von diesem, von dem einen Opfer, von dem Vielseitigen, wenn ich mich recht entsinne. Die Namen sind etwas schwierig zu merken, aber wenn sie zumindest deutsch übersetzt sind, also Schwindender Mond, das weiß ich noch, Schwindender Mond. Und Lao, der Lustvolle. Okay. In den 3 Jahren, in denen ich herumgereist bin, habe ich nie einen lebhafteren Ort als die Schenke zum Herz des Kaiserreichs gesehen. Es ist schön, ja, wieder hier zu sein. Ja, da, ach, das ist die Schenke? Okay. Geht weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und du scheinst der Zwillingsbruder von dem da unten zu sein. Lao, der Lustvolle, hallo. Ihr wagt es, mich zu stören? Wie können wir nur? Wobei denn? Ich, Lao, der Lustvolle, wonnevoller Wohltäter der Weiblichkeit, war soeben dabei, mein Yang zu verströmen, wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Das ist eine meiner vielen unwiderstehlichen Eigenschaften. Oh, der Gute hat auch gerade geschielt. Ich dachte, das ist dauerhaft. Und was wären das für Eigenschaften? Da ich euch ohnehin schon gestört zu haben scheine, habt ihr vielleicht Zeit für ein paar Fragen. Seid ihr denn blind? Vor euch steht der kundige Kenner der 323 Punkte des Pläsiers nach Menchi Chao, dem genussvollen Gelehrten. Okay. Vor euch steht einer, der jeden Morgen sämtliche Übungen durchführt, die in den Schriften des leider nicht länger praktizierenden lasziven Ordens der abtlosen Mönche überliefert sind. Wenn euch selbst so elementares Wissen fremd ist, dann wird Lao der Lustvolle seine Zeit nicht mit euch verschwenden. Ja, okay. Wir sind auch nicht interessiert. Was auch immer. Ah, die Servierdame. Hallo. Setzt euch einfach an irgendeinen Tisch oder ruft den Schenkenwirt selbst herbei, wenn ihr etwas bestellen wollt. Ach ja, diese Freundlichkeit, diese überbordende Freundlichkeit. Und der Gastwirt. Ukir, okir, wo, napia, jeru, uk. Also wenigstens mal einer, der freundlich ist. Und wie man weiß, in jedem Rollenspiel immer mit dem Gastwirt sprechen. Was? Aber jetzt ist es doch voll hier. Nano wo, nauf tata sine hier, uk uno. Ah, der Kunde hat immer recht. Aber schaut euch doch mal rum, es ist doch gerammelt voll hier. Wo tarawe hier, ifu hier, nöpai hier, fünne, tschiki hier. Da kommt drauf an, was du anzubieten hast. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Vielleicht weiß er was über die Leute, die wir suchen. Was war das für eine Geschichte mit dem Mann, der zusammengeschlagen wurde? Okay. Es geschah doch direkt vor eurer Nase. Das wollt ihr nicht gesehen haben? Aha. Er wird wohl geschmiert oder so? Nano wo, nauf tata sine hier, uk uno. Ich würde gerne mehr über diese Kaiserstadt erfahren. Nauf tata sine hier, uk uno. Genau, so sehe ich das eigentlich auch.
ukir okir wo napia ir uk ukir sotiwi. Wo ipsoko anir sunsir ofino. Sair an nikufunir aknatnir sauir pika. Okay, das machen wir auch. Also alle Wege führen zu ihm. Was war es? Genau, das haben wir schon. Okay. Was hat er denn zu trinken? Wartet mal, das will ich nochmal rausfinden. Wie konnten wir das machen? Was könnt ihr mir aber dann erschienen? Nee, können wir jetzt scheinbar nicht mehr. Schade. Vielleicht hat er ja was Nettes gehabt für uns. Okay, hier ist es anscheinend wirklich so modular aufgebaut. Noch ein Gast und... Ah! Ah, hallo. Keine Falle, das ist mal eine schöne Abwechslung. Wow, und guck mal, die haben eine riesige Vox. Die kochen bestimmt für die anderen Kämpfer. Schriftrollenständer. Kannibalenkoch, Bund Band 1. Verehrter Gast, das Personal der Schenke zum Herz des Kaiserreiches respektiert eure Angelegenheiten und bittet euch höflichst darum, eure Nase nicht in unsere zu stecken. Ihr wollt gewiss nicht mehr in unseren Rezepten stöbern, wenn ihr folgende Kostprobe genossen habt, die unlängst im Süden entdeckt wurde. Lahmschenkel. Dieses herzhafte Gericht entstand, nachdem Yu Lam, der Jäger, auf unsere Gemeinschaft stieß. Für 5 bis 10 Personen genügte ein Bein. Das andere kann für später eingepückelt oder langsam geröstet und geräuchert werden, damit es nicht verdirbt. Für größere Gruppen sollten beide Beine eines männlichen oder weiblichen Erwachsenen benutzt werden. Man koche die Beine 2 Stunden lang mit folgenden Zutaten in einem großen Kopf. 80 Liter Wasser, 3 Esslöffeln Salz, 1/2 Schale Rosmarin, 3 Schalen Gewürzwein, am besten eignet sich Sommerwein, wenn er zu haben ist, 3 Taschen Zwiebeln, 4 ganzen Knoblauchzehen und 1 Prise Ingwer. Wenn die Beine nur noch 1/2 Stunde brauchen, füge man einige geschälte Kartoffeln und Lauch hinzu. Kann am Kochen oder in Scheiben serviert werden. Oh, dafür gibt es auch eine Menge Erfahrungspunkte. Also ist hier vielleicht einer Kannibale von denen? Dauernd geht uns die Tamarinde aus. Tamarinde? Was ist Tamarinde? Extrawürste brate ich besonders gern. Und ist das hier ein Hund? Ah ja. Das ist auch eine Rasse, die man kennt, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. So, wen haben wir denn hier noch alles? Gast. Ah, Zibao. Ah, bei dem haben wir doch schon mal was gehört. Spieler Dao Shan, der Spieler. Warte, wir speichern mal davor. Bevor man sich mit Spielern einlässt, sollte man immer speichern. Wer weiß, was passiert. Kommt doch mal herüber und versucht euer Glück. Dem Klappern von den Würfeln kann man doch kaum widerstehen, findet ihr nicht auch? Ich bin übrigens Dao Shan, der Spieler. Mein Würfelspiel ist das ehrlichste in der ganzen Kaiserstadt. Ich würde meine Kinder doch nicht von schmutzigem Silber ernähren, oder? Wer weiß. Gute Gewinnchancen und faires Spiel, das ist es, was die Leute immer wieder zu mir führt. Okay, was für ein Spiel bittet ihr denn an? Ein einfaches Würfelspiel. Ihr sagt voraus, ob euer Wurf höher oder niedriger ausfällt als meiner. Und wenn ihr recht habt, verdoppelt sich euer Einsatz. Okay. Ihr werdet es bestimmt schnell heraushaben. Erklärt mir bitte die Regeln. Die Regeln sind simpler als ein Bauernmädchen aus der tiefsten Provinz, werter Freund. Ihr wettet einfach hoch oder niedrig. Dann wird gewürfelt. Erst ich und dann ihr. Habt ihr auf hoch gewettet und würfelt höher als ich, verdoppelt sich euer Einsatz. Okay. Habt ihr auf niedrig gesetzt und würfelt niedriger als ich, habt ihr ebenfalls gewonnen. Würfeln wir beide gleich hoch, gewinnt die Bank. Okay. Wie sind die Einsätze? Ich kann Wetteinsätze in Höhe von 1 und 5 Silbermünzen annehmen. Nichts Besonderes, ich weiß. Aber Dao Shan, der Spieler, hält sich an die Regeln. Okay. Was sind das für Regeln, die euch davon abhalten, höhere Einsätze anzunehmen? Die Art Regeln, die man nur ignoriert, wenn man seine Arme nicht mehr braucht. Ich könnte sie vermutlich umgehen, wenn ich jemanden wüsste, der Zugang zu dem Raum hinter Quis Schreibstube hat. Ich glaube, sie lassen nur Leute dort hinein, die zur Arena gehören, Kämpfer der höheren Klassen. Ah. Okay. Bietet ihr auch noch andere Spiele? Mein Würfelspiel ist leicht zu erlernen und die Leute spielen es gern. Warum sollte ich etwas anderes anbieten? Okay. Das ist alles, was ich über die Regeln wissen wollte. Wunderbar. Jetzt seid ihr randvoll mit Wissen wie ein alter Gelehrter, nicht wahr? Ah, der schmeichelt uns ganz schön. Lass die Würfel rollen. Ich werde mein Glück versuchen. Ja, das wollte ich hören. Also was sagt ihr?
werdet ihr niedriger oder höher würfeln als ich. Interessant. Ich dachte, wir sehen, was er würfelt und entscheiden dann. Ich wette, ich würfe höher als ihr. Also schön. Mal sehen, wie sicher ihr euch seid. Wie viel wollt ihr setzen? Wir machen mal nicht so viel. Ich wette 5. Dann lassen wir die Würfel mal rollen, was? Oh! Geschlagen! Wohl euer Handgelenk nicht locker genug, um meinen Wurf zu übertrumpfen. Keine Bange, bei der nächsten Runde klappt's bestimmt. Ja, das machen wir aber später. Wollen wir noch ein Spielchen machen? Das wäre im Augenblick genug. Gebt gut Acht auf euch und macht bald wieder einmal mit beim besten Spiel der Stadt. Okay. 5 verloren, aber die 5 haben wir ja unten gefunden, also ist das alles halb so wild. Okay, hier ist anscheinend dann ein Ring. Okay, schauen wir doch mal weiter. Ah, Zibau! Oh, bevor ich ihn vergesse, hallo. Lasst mich in Ruhe. Zibau, Zibau, Zibau. Wo habe ich den Namen schon mal gehört? Wächter der Arena, Zuschauer. Ah, das ist hier schon die Nobel-Suite sozusagen. Sanfte Brise. Ja, mit der sanften Brise. Egelfrau Rento, da ist sie. Okay, reden wir mal mit sanfter Brise. Tut mir leid, Große. Ich bin nicht zu haben. Ich stehe auf der Gehaltsliste des Richters Fang. Und der mag es nicht, wenn ich Nebentätigkeiten annehme. Okay. Wer bist du denn überhaupt? Ihr habt spezielle Vorlieben. Dann will er vielleicht zusehen. Richter Fang ist stets auf der Suche nach neuen Perversionen, damit sein kleiner Soldat stramm steht. Wer seid ihr? Mein Name ist Sanfte Brise, aber alle nennen mich nur noch Brise. Ich schätze, man verliert seine Sanftheit, wenn man so viele Nächte mit Richter Fang verbringt. Okay. Fang ist mein Gönner, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich tue alles, was ihn glücklich macht. Schmutzige, widerliche Dinge. Aber zahlen tut er wenigstens anständig, der kranke Bastard. Okay. Wer ist Richter Fang? Richter Fang ist das Oberhaupt des Ministeriums für Harmonie. Er sitzt mit seiner Leibwache im nächsten Raum, kommt gern hierher und schaut sich die Kämpfe an. Okay. Das Blut und die Prügelei im Ring heizen sein Gemüt auf für später. Manchmal lässt der Bastard es dann an mir aus. Manchmal verlangt er es auch umgekehrt. Okay. Er hat beides gern. Es gibt nur wenig, das kranker wäre als Richter Fangs Vorstellung von einer netten Nacht. Na, die müssen wir doch hier noch irgendwie raushauen. Ihr schätzt Fang wohl nicht besonders. Ich hasse ihn. Er ist ein perverses, widerliches Schwein. Okay. Er fügt gern Schmerzen zu. Das kann tiefe Narben hinterlassen. An Körper und Seele. Wisst ihr, ich kenne mich aus. Ich weiß, Menschen tun Seltsames und Beunruhigendes hinter verschlossener Tür. Aber nicht solche Dinge wie er. Für Richter Fang ist nichts zu brutal oder zu erniedrigend. Er macht vor gar nichts Halt, auch nicht vor Schmerzen. Ich weiß das nur zu gut. Und warum tut ihr das? Ich habe daran gedacht, aufzuhören, jede Nacht. Aber ich weiß, was mit dem letzten Mädchen passiert ist, das Fang verlassen wollte. Bei ihm steht man nicht einfach auf und geht. Er hält mich für sein Eigentum. Er wird mich nicht einfach gehen lassen. Und er ist reich und mächtig genug, mich zu finden, wo immer ich auch hingehe. Ich bin an Richter Fang gefesselt, bis er meiner überdrüssig wird. Daran lässt sich nichts ändern, so grausam es auch ist. Aber wenigstens zahlt er gut. Erzähl mir mehr über diesen Richter Fang. Fang ist Oberhaupt des Ministeriums für Harmonie. Er ist oberster Entscheider über Hinrichtungen und Besteuerung im ganzen Kaiserreich. Er ist also ein enorm reicher und mächtiger Mann. Okay. Selbst die Lotus-Assassinen betrachten Richter Fang mit Argwohn. Vermutlich, weil er genauso finster und verdorben ist wie sie. Jedes Gerücht über ihn ist wahr. Er ist der abartigste, verkommenste Schuft der ganzen Stadt. Und ich arbeite für ihn. Okay, das ist natürlich auch für uns relativ interessant, weil wenn er wirklich ein Minister vom Amt für Harmonie ist, können wir ihn vielleicht manipulieren oder so irgendwie näher an die Lotus-Assassinen rankommen. Ich möchte dir etwas anderes fragen. Ich kann euch kaum etwas erzählen, das nicht bereits sattsam bekannt wäre. Okay.
Wer seid ihr? Wer ist Richter Fang? Das hatten wir alles schon. Warte mal, können wir jetzt irgendwann mal Fang sagen, dass wir ihr helfen? Warum tut ihr das? Ja, lasst mich. Ach du Heiliger, also der helfen wir auf jeden Fall. Das kann ja hier nicht wahr sein. Wenn Frauen gegen ihren Willen eingesetzt werden, aber wir müssen, darf man uns jetzt auch nicht vergessen. Ah, Fangs Wache. Edelfrau Rento. Muss man die kaiserliche Arena nicht einfach lieben? Im ganzen Jadereich gibt es keinen anderen Ort wie diesen. Habt ihr mich gesucht? Ich bin Edelfrau Rinto und ich warte auf jemanden, den Hauptmann Sinn vorbeischicken wollte. Ja, das sind wir. Ich bin hier, um mit euch über Yukong, den Vielseitigen, zu sprechen. Oh, der arme Yukong. Hauptmann Sinn will meinem Mann immer noch den Gefallen tun und Jagd auf ihn machen, oder? Ja, ich schwöre es, mein Mann benimmt sich unmöglich. Yukong ist ein harmloser, aufstrebender Schauspieler, der mich gebeten hat, seine Mäzenin zu werden. Mein Mann war nicht in der Stadt. Wieder einmal. Daher erklärte ich mich einverstanden und gewährte Yukong ein bescheidenes Stipendium, weil ich ihn so reizend fand. Aha. Warum wird Yukong als Hochstapler gesucht? So hat mein Mann den Behörden die Situation dargestellt. Er wollte sich nicht mit der Schande abfinden, einen einfachen Schauspieler zu unterstützen. Mein Mann ist ein Narr. Aber wenn er den Kopf senkt, kann man ihn nur anstürmen lassen und hoffen, dass er etwas Festes rammt, was ihn langsamer macht. Wie viel habt ihr diesem Schauspieler gegeben? Wahrscheinlich weniger als das, was mein Mann jetzt auf den armen Yukong aussetzt. Der junge Mann hat das nicht verdient. Okay, warum wird Yukong als Hochstapler gesucht? So hat mein Mann... Ah ja, das hatten wir schon. Habt ihr irgendwie eine Ahnung, wo ich Yukong den Vielseitigen finden könnte? Ich schätze, ihr werdet ihn im Garten der Gelehrten finden. Yukong wollte für dieses neue Stück proben. Es soll bald auf der Goldenen Straße aufgeführt werden, heißt es. Das dürfte interessant werden. Yukong wollte für seine Rolle als Gelehrter proben und vielleicht verbirgt er sich mit seinem Kostüm im Garten. Er ist jedoch kein großer Gelehrter. Ihr solltet ihn also aufspüren können. Okay. Ein Gelehrter, der keiner ist? Ich sollte euch wieder eurer Beschäftigung von Freunden überlassen. Solltet ihr Yukong den Vielseitigen finden, dann seid milde mit ihm. Wenn ich es richtig verstanden habe... Der arme Junge hat nichts Falsches getan. Und mein Mann ist ihm gegenüber ungewöhnlich hart. Alles Gute bei eurer Suche. Ich muss zu meinem Anwesen zurück. Es gibt so vieles zu tun. Ja, wir müssen nämlich, glaube ich, auch nur einen finden von beiden, um das, um die Kopfgelder zu kriegen. Das heißt, wir können vielleicht wirklich einen entkommen lassen. Und wenn der Yukong jetzt doch kein so schlechter Typ ist, können wir ihn vielleicht freilassen. Wer weiß. Diesmal werde ich es schaffen. Diesmal setze ich auf den Sieger. Das weiß ich einfach. Okay, Fangs Wachen. Gehen wir erstmal weiter. Versuchen wir doch mal, an ihn vorbeizukommen. Hey, tretet gefälligst zurück da. Richter Fang kann's nicht leiden, wenn ihm jemand die Sicht verstellt. Dann verpasst er am Ende noch, wie jemandem die Nase gebrochen wird. Oder ein Bein. Oder sogar der Schädel. Das wäre schlimm. Gerade hat er gesagt, dass schon seit über einer Woche niemandem mehr anständig der Schädel eingeschlagen wurde. Hat richtig schlechte Laune deswegen. Klingt, als wäre er ziemlich krank und verdreht. Krank und verdreht würde ich ihn nicht nennen. Das wäre eine Beleidigung für alle kranken und verdrehten Menschen. Fang ist eine Klasse für sich. Ich habe die ganzen Geschichten nie geglaubt, aber jetzt arbeite ich für ihn. Und ich muss ehrlich sagen, er ist der degenerierteste, perverseste Mann im ganzen Kaiserreich. Okay. Aber er zahlt gut, sehr gut. So gut, dass wir so tun, als merken wir nichts davon, obwohl mir Brise manchmal leid tut. Okay, also ich stehe nicht so ganz zu ihm. Brise, wer ist das? Sanfte Brise. Sie ist Fangs, Konkubine. Sie ist drüben in dem anderen Raum beim einfachen Volk. Fang lässt sich in der Öffentlichkeit nicht mit ihr sehen. Okay. Wenn sie allein sind, kann er allerdings gar nicht genug von ihr kriegen, was die alles für ihn tun muss. Ja, bitte keine Details. Bitte keine Details. Er klingt, als sei er ziemlich krank und verdreht. Das hatten wir schon. Kann ich Richter Fang sprechen? Nicht ohne vorherige Anmeldung. Und diesen Monat werdet ihr keine Audienz mehr kriegen. Die Minister aus den Provinzstädten kommen, um ihm Bericht zu erstatten. Wenn er sich nicht mit seinen Ministern trifft, kommt er zur Entspannung hierher. In der Hoffnung, dass in der Arena jemand zu Brei geschlagen oder von den Tieren zerfleischt wird. Tieren? Genau. Oder er vergnügt sich mit Brise. Armes Mädchen.
Alles Silber der Welt kann nicht aufwiegen, was sie mit ihm machen muss. Wir müssen das doch irgendwie lösen können hier. Wenn ihr mich mit Richter Fang reden lässt, werde ich euch belohnen. Vergesst es! Ich erspare euch die Einzelheiten, was Fang mit dem letzten Wächter gemacht hat, der Bestechungsgeld nahm. Aber es ging da um Fesseln, ausgehungerte Hunde und Bratensoße auf bestimmten Körperteilen. Fang hat zugesehen und die ganze Zeit gelacht. Und als es vorbei war, ging er nach oben, um sich mit Brise zu vergnügen. Armes Mädchen. Eieieiei, also das ist scheinbar wirklich jemand, den man sich nicht zum Feind machen sollte, aber wir werden es natürlich trotzdem tun. Gute Idee. Kommt nächsten Monat wieder. Vielleicht kriegt ihr da noch eine Audienz bei Fang. Naja, nächsten Monat nicht, vielleicht ja in der nächsten Folge. Denn Leute, ich sehe schon wieder, jetzt haben wir so viel gequatscht und jetzt ist die Episode schon rum. Aber ich würde sagen, in der nächsten Episode schaffen wir es dann endlich hier, einen Krieger zu werden. Und ja, kämpfen dann scheinbar auch gegen Tiere. Dann schauen wir mal, was das so auf sich hat damit. Und Leute, wie immer, danke ich euch für eure Kommentare, danke euch für euren Daumen nach oben. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Jade Empire. Bis dahin, tschö!